Natürlich galt es auch, einige Protokolle anzufertigen. Geringfügigkeiten, aber Ordnung muss nun mal sein, auch in der Fastnachtszeit. Der Kommissar wollte sich gerade einen Kaffee holen, als die Tür aufflog und vier Frauen mittleren Alters aus dem Dorf La Jonchère die Beamten mit einem Wortschwall überschütteten. Bitte, meine Damen! Doch nicht alle auf einmal. Herr Kommissar, Sie müssen sofort mit nach La Jonchère kommen. Ein Unfall oder ein Mord sogar. Die Witwe Le Rouge, unsere Nachbarin. Seit 2 Tagen haben wir sie nicht mehr gesehen. Herr Kommissar, Sie müssen in das Haus eindringen. Sie müssen die Tür aufbrechen. Nur weil Sie Ihre Nachbarin 2 Tage nicht gesehen die haben. Die Fensterläden sind auch geschlossen. Ja, man kann nicht einmal ins Haus hineinsehen. Und diese Stille im Haus beunruhigt uns alle. Immer wieder haben wir angeklopft, aber vergeblich. Sorel. Ja, Kommissar? Holen Sie den Wachtmeister und einen Schlosser. Sofort, Kommissar. Nun, meine Damen, sind Sie zufrieden? Sie werden sehen, diese Angelegenheit hat einen ganz harmlosen Hintergrund. Vielleicht ist die Witwe Le Rouge auf Besuch gefahren.